das Salzwasserkrokodil Lolong, das wohl größte weltweit, das jemals gefangen wurde. Das 6,40 Meter lange Tier lockt Touristen in seinen eigenen Naturpark auf den Philippinen. 3 Wochen braucht ein Team, um Lolong in den Sumpfgebieten der Insel Mindanao aufzuspüren. Der Sumpf ist ideal für diese Tiere. Viel Platz, viel Nahrung, wenig Störungen, wenige Menschen drumherum. Und wenn sie wenig gestört werden, leben sie länger und werden größer. Und das sind die Wasserwege, auf denen sich Lolong früher herumtrieb. Das Agusan-Sumpfgebiet ist eines der größten auf den Philippinen und ein Zufluchtsort für das größte Reptil der Welt, das indopazifische Krokodil. Doch auch Menschen leben hier. In dem Dorf, in dem Lolong gefangen wurde, ist die Panik vor den gefährlichen Tieren groß. Immer öfter ist von tödlichen Übergriffen die Rede. Wenige Wochen bevor Lolong erwischt wurde, verschwand der Bruder dieser jungen Frau. Mein Bruder ging eines Morgens fischen und kehrte nicht mehr zurück. Wir glauben, dass Lolong ihn geholt hat. Im Magen des Krokodils fand sich jedoch kein Menschenfleisch. Selbst der Jäger, der ihn einfing, hat seine Zweifel, ob er den richtigen erwischt hat. 10% des Problems ist gelöst, also längst nicht alles. Es sei denn, wir erwischen das größere Tier. Die Jagd auf ein mögliches zweites Krokodil ist damit eröffnet. Sehr zum Leidwesen der Tierschützer. Ihrer Ansicht nach können Mensch und Tier hier miteinander leben. Die Behörden vor Ort und die Wildhüter könnten die Orte lokalisieren, wo die Tiere leben, sodass die Leute gewarnt wären und dort nicht hingehen. Es handelt sich dabei um einen Lernprozess, dass nicht wahllos Krokodile gefangen werden, die womöglich einen Menschen getötet haben und dann als Attraktion in einen Käfig gesteckt werden. Hier wird Lolong wohl den Rest seines Lebens verbringen. Es wird bereits an einem zweiten Gehege für den nächsten großen Fang gebaut. Doch noch ist Lolong der Star im Naturpark. Die Menschen sind fasziniert von seinem Anblick auf der anderen Seite des Gitters.